3, 2, 1. Soll ich schon anfangen? Ich bin mental eigentlich noch nicht so weit, aber egal, wir machen. Geht immer. Servus Freunde, ich bin's euer Mario Mandzukic. Bin jetzt zu Milan gewechselt, mit dem Kollegen. Ich freue mich drauf. Aber du wisst ja, was mein Plan ist aktuell. Ich will so viele Team of Years ziehen, wie viele Millimeter ich an den Seiten habe. Schaut's mal, ich sehe aus wie ein Igel und bald habe ich sie alle. Ich schwör's euch, wenn es so weitergeht, zieh ich alle Team of Dies. Morgen schneide ich mir die Haare ab, ich verspreche es euch. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Lasst auf diese Folge einen Daumen nach oben da. Es ist der Weekend League Rewards Comeback. Wenn sich das heute gelohnt hat, ihr eSports Vancouver Kanada, ihr hört mich. Ich verspreche es euch, ich spiele wieder auf Weekend League, okay? Wenn es nicht gelohnt hat, dann gibt's mal Backpfeifen. Ziel des heutigen Videos, ich würde sagen, 7000 Likes. Und damit ihr wisst, was heute am Start ist, ihr seht es im Hintergrund, Team of the Week 17. Wir machen jetzt erstmal die Weekend League Rewards auf. Danach geht es für uns rüber, kurz und knackig, zu einem Experiment, und zwar Best of 50 Player Picks, die ich gezogen habe. Da werden nur die Besten angeschnitten. Und dann haben wir noch ein Schmankerl, ein mit Icon Pack und das Ganze als Roulette. Ich glaube, ihr kennt das Ganze. Ich bin sehr, sehr gespannt und zum Ende zeige ich euch dann noch mein neues Team, wie das aussehen wird zum Toti. Das ist ein 30-Mio-Team auf Nacken. Ich mein's ernst, ich muss alle Totis ziehen. Und jetzt, ohne großartig weiter zu schnacken, gehen wir doch gleich rüber in die Player Picks. Ich bin gespannt. Und eins kann ich jetzt schon mal sagen: Es ploppt auf, wir haben Gold Roy erreicht. Oh, what a great time I have. Ihr könnt mich jagen mit der Wiki League. Ihr könnt mich damit jagen. Wisst ihr, wie es war? Ich stand 16 zu, schließe mich so, zu 6 oder irgendwie sowas, zu 7. Also auf jeden Fall war Elite nicht mehr drin eigentlich. Und ich hatte einfach keine Lust, das letzte Spiel zu machen. Ich habe den ganzen Fußball geschaut. Das war komplett. Mir hat nur ein einzig gefehlt für über 2 und dann, ja, wäre besser gewesen. Aber sei es drum, wir schauen jetzt mal, was dabei rauskommt. Ich habe gehört, die gönnen auch immer ab und zu. Es ist so lange her. Zlatan, es ist so lange her, Mann. Bro, du bist doch gut mit eSports, oder? Dann mach du mal das erste Pack auf. Also, Zlatan gönnt das erste Pack. Wir schauen mal, was drin ist. Ich sag, Benjet. Luka Jovic, das ist der, den ich wollte. Digga, Jungs, ich hab's davor vergessen zu sagen, was ich ziehen will. Aber ich wollte sagen, Müller und Jovic. Und ich schwör's euch, den wollte ich in Rot haben. Und den werde ich nicht abgeben für eine komische SBC. Jovic ist mein Bruder. Alter Schwede. Erstens, ich freue mich, dass er wieder zurück ist in der Bundesliga. Und zweitens, Jovic, komm ins Team. Dank in meinen Augen schon. Ibra, Dankeschön. Jetzt würde ich sagen, zweites Pack, linker Daumen. Der rasiert jetzt. Und jetzt bekommen wir noch mal einen Schmanker. Wir bekommen Cristiano. Oder ein Malen. Ah, Zehntner, Zehntner. Was machen wir jetzt? Ich finde, Cristiano sieht gar nicht schlecht aus, gell? Den kann man mal bis zu einem SBB spielen. Ja, doch, das schmeckt eigentlich schon. Also ich würde sagen, jetzt nicht das Allerfeinste, aber durch Luca. Ach, 5 Sterne, ich war auf. Das ist ein Zauberer. 97er Jahrgang, ein Jahr jünger als ich. Das war's komplett. Und wisst ihr, was wir machen werden? Wir öffnen jetzt Division Rivals Packs. Was habe ich denn da? Entweder 32.000 Münzen, das ist Division 1, glaube ich. Oder wir nehmen die Schmankerl und wir entscheiden uns für die Untrades. Wisst ihr warum? Da werden die Totis drin sein und mir ist egal. Hm? Rang 4? Okay. Aber trotzdem, mir ist egal, ob der Untrade ist oder tauschbar der Toti am Ende des Tages. Er wird einfach so kommen. Weekend League einlösen. Perfekt. Ich freue mich aufs Wochenende. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz die Packs an. Ich denke, ihr seid glaube ich damit gut, wenn ich die erst im Stream öffne dann zum Team of the Year. Und dann geht es rüber zu 50 Player Picks Best of, zum Icon Pack und dann sehen wir uns gleich. Wir sind bei der 20, das war für den Henrik. Lieber Henrik, gönnst du und erst weiter. Wir haben den ersten Walkie Talkie und das ist Henderson. Guter Mann, guter Mann. Bro, den brauche ich für die Icon-SBC später, weißt du, wie ich meine? Das ist schon wichtig. 9 für Mandzukic bei Bayern. Friends, der weiß, wie er mich rumkriegt. Also, Friends, wir machen die 9 für dich. Wir machen die 9. Stimmt, ich dachte, ich kann nicht zuweisen, gell? Sonst ist es ja gefälscht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, das ist für Friends mit einer 5 am Ende. Und der Mr. Friend bekommt ein IXTX. Ist ja gar nicht mal so verkehrt. Aber du bist gleich weiter, Bro. Wir machen so, wir machen Crunch Connection, Bro. Er macht jetzt schon mal, er hat unten so einen Ball. Seht ihr das? Da ist so ein Fußball. Und der Mann ist am Ballen und der Herr und Luca, der hat gesessen. Also, auf Orange tanken, Ayorque. Ich bin Franzose. Bonjour, je m'appelle Tony. Edouard, Ayorque. Du siehst von den Stats. Ah, nee. Ich dachte, das ist ein Innenverteidiger. Ich habe die Stats. Jungs, ich habe zu viel Level abgetrunken schon. Ich habe die Stats falsch schon gesehen. Das war's komplett. Aber, Luca, du bist eine Runde weiter. Wir sind so, Bro. Ah, die war auch wirklich Nationalmannschaft und die war geisteskrank. Also, der geht auf dich. 24. Beschick das! Eine Runde weiter! Kurt Meiners, du bekommst dein Second, also du hast dein Second Inform bekommen, du siehst geschmeidig aus, der ist überall grün, der ist spielbar. Beschick das? Vielen Dank dafür, Bro. Das war ein guter Pick, du bist eine Runde weiter. Schreiben wir uns auf und das ist ein Experiment. 50 Player Picks von einem Team of the Week, was gönnt es? Zumindest schon mal den zweiten Team of the Week. Der Zwiebelritter, 5 bitte, okay. Wir machen für den Zwiebelritter die 5, komm schon, Baby. Gönn.
Malen nach Zahlen. Broski, guter Titel, aber Malen, mit denen hätte ich nicht in Team of Tweet gerechnet. Soll ich euch sagen, warum? Weil er erst so eine komische Karte da hatte, war schon diese Battle-Karte da. Und trotzdem gönnen sie es, okay. 27 für Alaba-Transfer, 25, 26, 27, das ist eine gute Sache. Wobei Alaba-Transfer ist nicht so gut, aber ist er jetzt schon offiziell bei Real? Eigentlich schon, gell? Komm, 27 gönnt, Fonsi. Das ist quasi der Nachfolger von Alaba. Dann will ich den aber eigentlich in Team of Tweet ziehen, weißt du, wie ich meine? Also Fonsi, du hättest noch ein bisschen warten können. Okay, wir machen 10, haben wir schon für Robben. Haben wir noch eine 17? 13, 14, 15. 16, 17. Wir machen die 17 für Luis FIFA. Oh, Luis FIFA, Bro. Du bist auch weiter. Wir haben Kuckmeiers. Das ist nicht schlecht. Den haben wir aber. Warte mal, den haben wir. Doppelt. Den muss ich ja weg. Ach, ich hoffe, den kann ich in die Icon-SBC packen. Den muss ich ja sonst abstoßen. Das heißt komplett. Garic Kavum. Garic, die 31 hatten wir schon, glaube ich. Oder? Haben die 31 schon? 25, 26, 27, 28. Ah, nee. Garic, der geht auf dich. Komm. Garic, der geht auf dich. Oh, ein Kramaric und ein Body. Wir nehmen Kramaric. Alles klar. Pass auf, Jungs. Wir machen noch 1, 2 und dann müssen wir die nächste Runde machen. Okay, wer ist noch weiter? 13 für Chwapchi, Bro, Hendrik. Ich habe keine 13. Du siehst ja, wir haben nur 1 bis 8. Jetzt ist weniger zur Auswahl. 3 für Tabaco als LV. Luca, du bist der Nächste. Und Luca bekommt einen Team of the Week. Das ist gut. Dann war es das offiziell komplett. Luca, gönn ein... War dann, Ladies and Gentlemen. Den kann ich spielen. Das ist gut, das ist gut. Das ist ein guter Pick endlich mal. Ja, Luca, der geht auf dich. 25 Euro PSN. Freue ich mich, den zu schicken. Ja? Dankeschön, Cowboy. Dann verdienen auch die Mods mal ein bisschen Geld. Wir gehen rein, Leute, ins Icon Roulette. Ich werde jetzt das Pack öffnen, zusammen mit dem Chat. Und Leute, drückt uns die Daumen. Letztes Mal war sie dann drin. Und diesmal Eusebio, Pelé, egal. Wir schauen einfach mal. Ich liebe Icon Roulette. Das ist jedes Mal immer was Besonderes. Ich habe Bock drauf. Und jetzt machen wir erstmal das Pack auf. Ich hoffe, ich joke nicht. Das Pack öffnet sich. Nee, das öffnet sich nicht, Digga. Ich muss mich um Gegenstände kümmern. Lass mal die Fische, mach's komplett. Digga, ich wollte gerade so schon so intro-mäßig machen. Man kennt ihn. Also, wir legen los mit Wells. Haben wir, stell mal vor, direkt kommt so ein Rush. Das kommt jetzt. Es wird jetzt eine spannende Angelegenheit. Ich bin ehrlich, es könnte eine Mid-Icon drin sein. Deswegen, es könnte im Karton dieses andere rappeln. Wells ist es nicht. Dann machen wir weiter mit Ungarn. Puskas, schade. Puskas hätte ich unterschrieben direkt. Alles klar, kein Puskas. Verteidigung, Holland, kein Kühlmann. Mittelfeld, Holland. Nee, wir machen erstmal Sturm. Wir machen Mittelfeld. Hullet. Gut! Hullet! Spaß, beruhigt euch! Der hatte ich schon. Es stimmt, eigentlich, das hätte ich mir denken können. Dadurch, dass ich nicht Duplikat habe, kann es Hullet gar nicht sein. Scheiße, Mann! Man mag ihn so falsch. Jetzt im Sturm, Leute, wird's kritisch. Kräuf oder Scheiße? Halt dein Maul, ey! Wirklich! Wieso habe ich dich noch nicht? Wieso? Immer diese Holländer! Die Pommes-Fan, ich sag das. Immer Pommes, immer Holland! Van Nistelrooy, Bro! Ist es wenigstens mit Icon? Nee, gell? Jungs, ich hab wirklich, jetzt ehrlich, ist es bitte irgendwie, ja, das ist kein Fake, gell? Ist es Baby oder mit? Er ist doch mit, okay, er ist mit. Aber jetzt bringt er, also kann ich mir nichts kaufen von Mit-Icon. Van Nistelrooy, oh Mann. Irgendwie habe ich gerade die Hoffnung, dass ich gerade schlafe und dass ich gleich aufwache und dann... Schau mal, wir waren so kurz, cool. Schon wieder Holland. Immer scheitert es an den Holländern. Und immer kommt halt Schmutz-Holland. Ihr habt gesehen, was in den ganzen Packs drin war. Ja gut, hab ich gesagt, dass Icon Roulette Spaß macht. Hab ich, aber warum Van... Ihr wisst schon mehr. Ihr seht's im Hintergrund, Leute. Ich will euch kurz mein Team of the Year, Traumteam vorstellen. Ich will euch meine, ja, die Dinge sagen, die ich einfach durchziehen will. Und zwar zum einen, ihr seht die Toti-Karten. Das ist aber nicht das offizielle Design. Das war aus der Prediction von Foot Eagle und mir. Und das Ding hierbei ist, auf Instagram habe ich schon in meiner Story das neue Toti-Design gezeigt. Es sieht fresh aus. Es sieht wirklich gut aus. Vielversprechend. Ich hab Bock. Und im Quellcode gibt es übrigens, by the way, schon ein paar Upgrade-SBCs. Aber nicht diese Ligen-Upgrade, sondern zum Beispiel 82 plus Torhüter. Irgendwas mit Innenverteidiger und so ein Käse. Kann sein, dass sie dieses Jahr mit den Verteidigern wieder anfangen. Plus Torhüter. Sind wir mal gespannt. Wir werden sehen, was morgen da passiert. Und ja, ich werde grinden. Ich will wirklich am liebsten natürlich alle ziehen. Das wird Mission Impossible. Aber wir werden diese Upgrade-Packs so heftig spammen, ihr glaubt es mir nicht. Und dann soll ein Fonsi kommen, ein neuer. Wie neuer, du bist übrigens nicht im Toti. Und so weiter und so fort. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt und sagt, ja gut, bei der 4-2-3-1 spiel doch lieber den und den oder den Toti, keine Ahnung, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe halt Bock auf Zweierndreieck. Ich würde mir wünschen, dass jemand anderes für Alaba kommt. Das heißt, so ein Boateng-Flashback oder sowas wäre halt richtig nice. Sind wir mal gespannt, okay? Yay wird da irgendwas raushauen, glaube ich. Lasst einen Daumen da, Ladies and Gentlemen. Und wenn ihr den Kanal nicht abonniert, dann wird Katuti ziehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut's run, euer Tabak und ciao.